Hey ho, meine Lieben, wir wollen ja heute hinaus ein bisschen grillen und da habe ich mir überlegt, Steaks zurechtzuschneiden aus dem Schweinenacken und die so, ja, Anlehnung russisch, Schaschlik Style einzulegen auf die Schnelle, noch einzuvakuumieren und die dann so mit rauszunehmen. Was ist mit dir los? Ja, ich wollte mal ganz kurz los. Ach so, noch was paar, einkaufen. Noch ein paar Besorgen. Alles klar, machen. Kommen Sie mal her. Ja. Viel jetzt. Spaß, mein Schatz. Ja, und jetzt geh. Ja. Ja. Spatzel geht noch schnell shoppen und ich leg da drüben schon mal los. Also Steaks im Schaschlik-Style. So nennen wir das Video. Attacke. In der kleinen, aber feinen Küche. Fast hätte ich es vergessen. An Gewürzen auch recht übersichtlich. Salz, Paprika, bisschen Pfeffer und hier noch ein Bohnenkraut. Mehr kommt da schon gar nicht rein. Dann Knoblauch, Zwiebeln und damit fange ich jetzt an. Erst einmal ein paar Zwiebeln klein schnibbeln. Und dann hole ich euch wieder dazu. Zwiebel schneiden ist schon traurig genug, dass aber da gleich wieder Sirene angehen muss. Das ist ja uferlos. Also die vier Zwiebeln reichen auf alle Fälle. Und dann haue ich da gleich noch ein paar Gewürze mit rein. Ob man das jetzt so machen muss oder nicht, ist eine andere Frage, da ich ja die Steaks nachher auch nochmal so genauso würze. Aber so weiß ich, dass überall Gewürz schon dran ist. Ein klein bisschen Bohnenkraut. Ein Salz, dass die Zwiebeln schon schön aussaften können. Ganz wichtig natürlich wieder ordentlich Paprika. Und ein bisschen Pfeffer. Das reicht. Und dann kneten wir die Zwiebeln einmal schön durch. Dann können die nämlich jetzt anfangen zum Saften und werden nachher eben mit dem kompletten Fleisch vermischt. Und danach wird alles einvakuumiert. So, aber jetzt ist es an der Zeit, dass ich den Schweinenacken hol. Tja, da haben wir ein schönes Stückle und da schneide ich jetzt einfach ein paar geile Scheibchen runter. Ziemlich rutschige Angelegenheit. Gleich geht's weiter. So, selbe Handschuh wie vorher, bloß auch abgespült. Und dann machen wir hier jetzt weiter. Bohnenkraut, auch hier. Man könnte jetzt noch andere Gewürze hinzufügen, Piment und ach, was weiß ich alles. Aber ich möchte das so pur wie möglich halten. Ordentlich
doch kneten. Lass ich allein schon am Fleisch die Gewürze verteilen. Und dann kommen die Zwiebeln dazu. Also riechen tut das ja jetzt schon zum Reinbeißen, Leute, das muss ich sagen. Lecker. Und dann wird das noch einmal ordentlich durchgeknetet. Und hätten wir jetzt die Steaks in kleine Stückchen, Würfelchen oder so geschnitten, ja, dann hätten wir direkt einen Schaschlik machen können. Da kann man ruhig mal 2-3 Minuten ordentlich durchkneten. Am besten alles nebeneinander schmeißen. Irgendwie fehlt das Handtuch hier drunter. Und dann hole ich mir einen Vakuumierer und vakuumiere das jetzt erst einmal in Ruhe ein. Hat man das Ganze mal im Beutel drin, kann man ruhig noch mal ordentlich durchkneten, bevor man es dann endgültig vakuumieren. Dann kann man sich sicher sein, dass es wirklich gut geknetet ist. So. Vakuumieren. So, und durch das Vakuumieren ziehen die Aromastoffe, sage ich jetzt einmal, auch ein bisschen schneller in das Fleisch ein. Wir werden jetzt 1-2 Stunden mindestens noch brauchen, bis wir draußen sind beim Grillen. Mindestens. Und in der Zeit kann das gemütlich vor sich hin marinieren. Was ich heute wieder mitnehme, ist die Barbecue-Soße, wo ich letztens verwendet habe, von Kühne. Die war sehr lecker. Die nehme ich mit raus. Dann geht auf alle Fälle der Klappo mit. Die Griddleblade nehme ich mit vom Klappo. Da können wir eventuell dann noch die Zwiebeln nämlich auch noch ein bisschen anrösten. Ja. Und das Ganze kommt dann auf eine schöne Semmel. Und dann gibt es richtig geile Steaksemmeln heute. Ja. Und jetzt werden wir hier draußen, sind bei der Wasserwachtshütte, weil die anderen Plätze sind alle schon belegt. Ja, mit einer Hand ist das nicht ganz so einfach. Ja. Ja, steht schon. Ach so, der Hallodri ist auch wieder dabei. Hallo. Hallo Spatzo. Oh, ja, da hinten grillen sie. Da drüben, wo ich eigentlich einen Platz gewollt hätte, der ist belegt und da ist ein Verrückter im Wasser drin. Unglaublich hier. Aber jetzt bereite ich erstmal den Klappo soweit vor. Oderle. Dann warten wir mal, bis jetzt die Kohlen schön glühen. Ja. Besser ist gar nicht grillen. Oder was sagt ihr dazu? Ich hab gerade damit umfasst. Ja, ja. So, dann fangen wir hier mal an, das Ding aufzuschnibbeln. Ja, und dann wollte ich eigentlich die Zwiebeln einzeln rauspulen ein paar. Und gleich mal ein paar Zwiebeln vorbrutzeln. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem Ding hier? Oh Mann. Dann können wir nämlich die Zwiebeln nachher auf die Seite tun. Und die Steaks nämlich direkt über der Glut nachher brutzeln. Egal, schmeißen wir da gleich mal ein oder zwei Steaks mit drauf. Irgendwie habe ich nämlich langsam echt Hunger. Ich hoffe mal, die Aufnahmen werden was, weil auf dem Display sehe ich zur Sonne eigentlich gar nichts. Ja, dadurch, dass ich kein Öl dran habe,
Backzeit ganz leicht an. Aber ich glaube, das werden wir überleben. Und wenn die zwei Steaks und die Zwiebeln soweit sind, tue ich dann die Platte runter und dann kommt der Rost drauf. Jo, dann nehmen wir mal die Zwiebeln runter komplett, bevor uns die hier wirklich noch verkokeln oder so. Und die Steaks können noch ein klein bisschen. So, jetzt lassen wir die gerade noch einen Augenblick auf direkt. Und derweil haue ich schon mal die nächsten drauf. Oder das nächste, weil hier ist ja gerade jemand mit dem Fahrradl abgehauen. Also haben wir noch Zeit. So, dann richte ich schon mal die Semmeln her und dazu holen wir die Cam hier rüber. Und im Hintergrund hört man die Frösche quaken, wie blöd. Naja, die sollten lieber die Klappe halten, sonst gibt es Froschschenkel. So. Barbecue-Soße, welche? Ja, die. Die hier? Ja. Ja. Schatzi. Kein Problem. Verteilen wir auf zwei Semmelhälften. Wollte ich sowieso machen. Kann schon aus der Tür muss noch. Natürlich. So. Und die erste Steaksemmel, richtig gegrillt dieses Jahr, bekommt dann mein Spatzel. Und die zweite bekommt gleich der Alex. Nee, nee, du hast gegrillt. Nein, hast nein, nein, nein. Bitteschön. Danke, mein Schatz. Moment. Somit bist du mit dem Probiererli dran. Solchen Scheiß. Lecker. So, die Technik mit der Semmel hat sich bewährt, mit der Soße einmal unten und die Semmel zusammenklappen. Auch noch ein paar Zwiebelchen drauf. Eine Scheibe ist in der Mitte auseinander, da kriegst du die Hälfte gleich ab, oder? Ich habe mein Steak auf dem Grill liegen. Okay. Heul hier nicht rum. Ich kann das nicht verantworten, dass du nichts zum Essen kriegst. Klappe. Ich habe keine Klappe, ich habe rechte Gosch. Danke schön. Gosch halten Essen. Also, lass gutes Abonnitos. Und? Sehr schön. Wieder sage, tipptopp. Was schaust du so grimmig? Alles gut? Ja, ja. Okay. Ah, so, Leute, und jetzt bin ich dran mit meiner. Also, die Würzung ist schon mal richtig geil. Das ist das Bohnenkraut, eindeutig. Geil. Hm. Habe ich ja vorher noch nie so wirklich verwendet. Aber das ist geil. Leute, ganz einfach auf die Schnelle heute die Steaks eingelegt. Ruckzuck hier draußen am See.
wunderbar, ein bisschen in der Natur. Ich glaube, hier sind wir öfters. Und mal gucken, was uns dann so auf die Schnelle einfällt, was wir dann hier draußen auf dem Grill oder den Grills, je nachdem, was wir mitnehmen, dann immer so zusammenbasteln, zusammenzaubern. Aber das definitiv hier heraus und öfters. Weil irgendwo hier finden wir immer Plätzle. Hoffe ich zumindest. Ja, der Kumpel öfters. Ist kein Versprecher, ist eine Drohung. Hand drauf! Ja, du kennst mich doch. Also, Ruhe! Gott. Ich hab mich heute selber eingeladen. Ja, richtig. Ja, klar. Nach einem Livestream gestern. Nee, ja. Du hast heute Morgen mal registriert, dass er überhaupt kommt. Da stand ich bei dir vor der Haustür. Ja. Leute, das war's dann mit diesem Video. Endlich mal wieder ein Grillvideo draußen. Und in dem Falle, ja, hier werden wir noch öfters was machen. Definitiv. Besser als immer bloß zu Hause am Herd. Ich gebe es ja zu. Ihr wisst es ja. Ich würde ja, aber ich kann leider nicht. Oder Manu? Ja, mein Schatz. Jo. Machst du auch noch Winke, Winke? Ja. Aber weißt du, was wir jetzt noch vergessen haben? Den Grillkäse. Aber ich muss hier mal die Säcke umdrehen. Auch. Egal. Naja. Und der Finger sehen aus. Alles klar, Leute. Zu mir hat Frau Kohle gesagt, ich soll Winke Winke machen, aber wir machen trotzdem Winke Winke. Ja, dann komm doch. Natürlich. Mach doch auch. Also, tschüss. Tschüss. Ciao. Danke nach oben, nettes Kommentar, Abo, ihr wisst Bescheid. Und tschüss.